Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Rechtschreibprüfeingabe von duden.de in Ihrer Schnellsuche im Firefox 3.5 einbinden können. In einem anderen Video haben wir vor kurzem auf sempervideo.de gezeigt, wie wir einen Schnellcheck über die Google Suggest-Funktion gemacht haben und danach auf die Duden-Seite verwiesen. Nun, genau diese Suche können wir aber auch in unsere Quick-Search-Leiste einbauen. Dazu navigieren wir das erstmal mit dem Firefox an, das heißt www.duden.de. Hier haben wir die Möglichkeit, unseren Begriff einzugeben und wir müssen auch, bevor wir das Ganze einrichten können, erstmal einen Begriff eingeben. Ich suche jetzt hier einfach mal nach Albtraum mit P geschrieben. Klick mal drauf. So, und nachdem wir das Ergebnis hier angezeigt bekommen, hat sich offenbar die Suche dahingehend verändert, dass wenn wir jetzt hier oben auf unsere Quick Search Leiste gehen und hier auf den Pull Down Pfeil klicken, dann haben wir hier Duden Suche hinzufügen als Möglichkeit im Kontextmenü. Also klicken wir da drauf und schon haben wir den Duden hier oben drin. Von nun an können wir also jederzeit, schließe ich das mal ein neues Tab, Alp, diesmal mit B geschrieben, Albtraum, einfach in unserer Quick Search eingeben, suchen lassen und direkt sind wir auf Duden und bekommen jetzt hier den Hinweis, dass offenbar beides möglich ist. Albtraum mit B und dahinter Albtraum mit P. Abschließend noch der Beweis, dass wir immer erst eine Suche durchführen müssen, bevor wir die Duden Quick Search hier hinzufügen können. Dazu muss ich ganz kurz nochmal meine Suchmaschinen verwalten. Und schmeißt die Dudensuche nochmal raus. Duden.de. So, hier oben haben wir wieder unsere Eingabemöglichkeit. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann habe ich nicht die Möglichkeit, Duden hinzuzufügen. Das habe ich immer erst, nachdem ich den Albtraum habe. Jetzt geht's wieder. Also immer erst einmal suchen. Ist sicher ein Fehler auf der Webseite, aber was soll's. Okay.